Im dritten Teil der Beta-Technik-Quickie-Reihe bleiben wir nochmal bei der D19606 und zwar mit einer weiteren markanten Neuerung technischer Anforderungen an Chlorgasanlagen zur Wasseraufbereitung. Und zwar beim Thema der Leermeldung. Was ändert sich für dich? Welche Bedeutung hat diese Neuerung? Und vor allem, warum? Hey, grüßt euch zusammen, herzlich willkommen beim Bädertechnik Quickie hier auf Schwimmbad TV. Tja, die Leermeldung also. Ist das tatsächlich eine sinnvolle Neuerung? Ich meine, genügt hier nicht die tägliche Kontrolle des Chlorgasraums, um eben festzustellen, ob ein Chlorgasbehälter leer ist oder wird? Mich haben dazu wieder einige Fragen erreicht, die man sich berechtigterweise durchaus stellen kann und die wir in diesem Teil natürlich beantworten. Also lehn dich zurück, entspanne deine Muskeln, schärfe deinen Fokus. Alter Bädertechnik, Mann! Ach so, ich würde sagen, wir beginnen wie immer mit dem rechtlichen Teil. Ja, schauen wir direkt mal rein in die zutreffende Formulierung. Unter dem Punkt 434 Messgerät heißt es nun Druckmessgerät zur Anzeige des Drucks und als Leeranzeige für jeden Chlorgasbehälter. Ja, mit Druckmessgerät ist hier das Manometer am Hilfsventil gemeint und die Leeranzeige, wie bisher eben gewohnt, fällt der Druck über das Manometer angezeigt, dann ist Flasche leer. Die tägliche Kontrolle des Chlorgasraums vor Badebeginn, um hier eben präventiv vermeiden zu können, dass während des Badebetriebs das Chlor leer wird. Im zweiten Satz folgt nun der Hebel. Der Druck in Chlorgasbehältern ist nur bedingt von der Füllmenge abhängig, sondern insbesondere von der Temperatur des Chlors. Ja, es genügt also nicht nur auf das Druckmessgerät, also das Manometer zu achten, um dann eine genaue Aussage über die Füllmenge zu treffen. Denn die Parameter Druck, Temperatur, aber auch das Volumen verhalten sich immer konstant im Druckbehälter beim Chlorgasbehälter. Es gibt allerdings einen Referenzwert, der uns tatsächlich eine genaue Aussage über die Füllmenge gibt, dazu aber mehr im nächsten Kapitel weiter im Text. Das Druckmessgerät darf auch mit Kontaktgabe für die Chlorgasbehälter-Leermeldung ausgerüstet sein. Ja, nachdem die meisten von euch da draußen höchstwahrscheinlich kein Druckmessgerät mit Kontaktgabe verbaut haben, wäre dies die erste Variante zur Thematik Leermeldung. Also das Manometer, welches einen Kontakt gibt, wenn der Behälter die 1,2 Bar erreicht hat, Restdrucksicherung, oder eben alternativ könnte hier auch ein Kollege abgestellt werden, der 24 Stunden Manometerwache hält. Bullshit. Ja, im nächsten Absatz wird es jetzt hier genauer beschrieben. Bei versetzt permanenter Entnahme sollte jedes Druckmessgerät mit Kontaktgabe versehen sein oder alternativ ein Unterdruckmessgerät mit Kontaktgabe in der Vakuumsammelleitung installiert werden. Ja, zunächst mal versetzt permanente Entnahme, das bezieht sich jetzt auf die Anlagen, die eine Chlorgasentnahme aus mehreren Behältern über eine Sammelleitung, die Vakuumsammelleitung haben, bei der jeder Behälter mit einem eigenen Vakuumregler ausgerüstet ist. Die Anforderung hier ist, entweder jedes Druckmessgerät mit Kontaktgabe nachzurüsten bzw. zu ersetzen, oder alternativ durch ein Unterdruckmessgerät mit Kontaktgabe in der Vakuumsammelleitung. Also entweder du hast die Kontaktgabe auf der Druckseite, und zwar bei jedem Druckmessgerät. Ja, bei einem größeren Bad mit 10, 20 Behältern ist es natürlich auch irgendwo eine Kostenfrage. Oder eben durch die Kontaktgabe auf der Unterdruckseite in der Vakuumsammelleitung durch ein Manometer. Schauen wir uns noch die Alternative zur versetzt permanenten Entnahme an. Hier heißt es, bei Anlagen mit automatischer Vakuumumschaltung sollte mindestens ein Druckmessgerät mit Kontaktgabe je Behälterbatterie vorhanden sein.
sofern der Vakuumumschalter nicht mit der Kontaktgabel versehen ist. Ja, also auch bei dieser Entnahmevariante entweder die Kontaktgabel über die Druckseite, ja, mindestens ein Druckmessgerät je Behälterbatterie oder eben über die Unterdruckseite durch den Vakuumumschalter. Also ihr seht, die Leermeldung, also die Kontaktgabe über die beiden Varianten, ist jetzt eine geltende technische Anforderung, die für den Betrieb einer Chlorgasanlage unerlässlich ist. Ich würde sagen, gehen wir dem weiter auf den Grund und schauen uns das mal in der Praxis an. Ja, also um eine genaue Aussage über die Füllmenge eines Chlorgasbehälters alleine nur über die Druckanzeige zu treffen, ist Humbug. Wir brauchen also die Temperatur des Chlorgases und selbst dann ist es noch nicht ausreichend, sagen zu können, wie es denn mit der Füllmenge aussieht. Schauen wir uns zunächst die Dampfdruckkurve des Chlors an. Im oberen Bereich liegt das Chlor flüssig vor, im unteren gasförmig. Ihr seht jetzt hier, dass sich der Druck proportional zur Temperatur verhält, solange das Volumen gleich bleibt. Als Beispiel 6,9 bar bei 20 Grad, ja, so kriegst du deine Behälter befüllt angeliefert. Am Beispiel 30 Grad seht ihr nun auch den konstanten Anstieg der Temperatur. Ja, aber wer mich kennt, der weiß, dass ich mich damit noch lange nicht zufrieden gebe. Es muss doch möglich sein, über Druck, Temperatur und Volumen auf die Stoffmenge zu kommen und dann irgendwie tatsächlich die Füllmenge berechnen zu können. Ja, wir brauchen also Physik. Ja, und so bin ich vom Gesetz von Boyle-Marionnet über das Gesetz von Gay-Lussac weiter zum Gesetz vom Amondos und dem Gesetz der Gleichförmigkeit auf die ideale Gasgleichung gestoßen, mit dem Ergebnis, dass die Füllmenge tatsächlich nicht berechnet werden kann. Aber es gibt eine Variante, die uns tatsächlich die Füllmenge preisgeben kann. Ja, wiegt die Flasche. Und da stellt sich ja dann die Frage, warum keine Waage anstatt die Leermeldung? Und genau hier kommen wir zum eigentlichen Kern dieser Neuerung, denn neben den Kriterien Druck und Temperatur spielt ja auch noch die Entnahmemenge, also der Chlorbedarf, eine entscheidende Rolle. Nehmen wir an, du kontrollierst in der Früh deine Behälter. Es hat 20 Grad im Chlorgasraum und dein Manometer zeigt 3 bar an. Der Wetterbericht sagt 35 Grad untertags voraus. Der Ansturm der Badegäste auf das kühle Nass ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Also ebenso der Bedarf an Chlor, ja, viel Chlor. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, schafft das der eine Behälter oder eben nicht? Und wir wissen ja alle, kein Chlor, kein Betrieb. Jetzt weißt du sicherlich auch aus deiner Praxiserfahrung, dass sich ein Chlorgasbehälter manchmal tagelang bei 2 bis 3 bar hält und dann auf einen Schlag abfällt. Und natürlich passiert das dann nachts oder im ungünstigsten Fall während der Primetime zwischen 3 und 6. Und bei aller Liebe zum Detail, in dieser Zeit haben wir Besseres zu tun, als jetzt einen Ventilwechsel vorzunehmen. Die Personalausstattung in den Bädern ist ja durchaus auf das Minimum hin beratend bemessen. Um jetzt zu vermeiden, dass du vielleicht erst über die Mess- und Regeltechnik, also zu spät darüber in Kenntnis gesetzt bist, nichts mehr Chlor, während du gerade zwischen 4000 erlebnishungrigen und schweißgetränkten Badegästen versuchst, den Fehler zu finden, könnte hier über eine Kontaktgabe, zumindest rechtzeitig, die Durchsage vermieden werden. Liebe Badegäste, aufgrund einer technischen Störung bitten wir Sie, die Becken zu verlassen. Der Lieblingssatz bei 35 Grad, nicht nur für den Badegast. Wir haben uns hier für die Alternative bei der versetzt permanenten Entnahme konzentriert, weil das eben die Variante ist, die am gängigsten ist und logischerweise auch die sparsamste Variante darstellt.
Ihr seht jetzt hier so ein Unterdruckmessgerät mit Kontaktgabel. Du kannst hier manuell die Nadel einstellen, wann eben die Kontaktgabe erfolgt und somit auch präventiv benachrichtigt zu werden, wann ein Chlorgasbehälter in Anführungszeichen leer ist. Das Ganze hier nochmals in der Vakuumsammelleitung verbaut und hier wie in unserem Beispielbad im Burgau gelöst. An der Stelle nochmal schöne Grüße nach Burgau. Die Kontaktgabe über ein Relais auf ein Blinklicht im Aufsichtsbereich. Ja, hier kannst du natürlich auch alternativ auf die GLT weiterleiten oder auf ein Handy, je nach Bedarf oder Wunsch. Wohin die Kontaktgabe führt, ist in der DIN 19606 nicht vorgegeben. Schauen wir nochmal zu den betrieblichen Anforderungen. Ja, nach der Nachrüstung an deiner Anlage, egal jetzt welches Verfahren du besitzt, heißt es natürlich Unterweisung des Personals, welches den Ventilwechsel vornimmt. Die Erstellung einer Verfahrensanweisung, ja, dass eben jeder deiner Kollegen weiß, was er wann und wie zu tun hat, wenn eine Kontaktgabe erfolgt. Ja, und zu guter Letzt natürlich die Dokumentation, um diesen einen weiteren Punkt hin zu ergänzen. Ja, ich hoffe, eure Fragen haben nun ein Ausrufezeichen. Sollten sich weitere Fragen ergeben, ab damit in die Kommentare oder eben direkt an mich, wie gewohnt. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das hier links unten tun. Ich freue mich natürlich auf jeden neuen weiteren Besucher. Denkt an den Daumen, bleibt gesund. Bis dann. Servus. Peter Techno. Wiki.